Alter, was geht ab, Leute? Hier. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid alle wohlauf und passt auf jeden Fall auf euch auf. Denn ja, Massenpanik, Hysterie, der Virus ist überall, alles wird gecancelt. Und jetzt auch von Niantic eine Menge Sachen. Nicht nur jetzt fürs Wochenende, sondern auch allgemein die nächsten Wochen, Monate vielleicht sogar. Angefangen jetzt mit Abra Sea Day. Der wäre morgen gewesen, 11 bis 14 Uhr, und der wurde verschoben. Viele haben mich gefragt, yo, Hong, denkst du, das hat irgendeinen Einfluss auf C-Day? Und ich habe gesagt, nee, denke nicht, weil man kann ja C-Day eigentlich auch alleine zocken, klar. Meistens ist man irgendwo an einem Hotspot, wo viele Leute sind und rumlaufen und rumsitzen, aber im Grunde genommen kann man es eigentlich auch alleine zocken. Niantic hatte eine andere Meinung und hat jetzt den C-Day verschoben. Kleiner Hinweis für alle meine Freunde und vielleicht auch an euch allgemein. Normalerweise levelt man ja immer Freundschaftsaufstieg am C-Day um 11 Uhr Glücksrad an, und ich werde das trotzdem machen, weil man kann das halt nicht noch länger hinausziehen. Viele warten schon über eine Woche oder so auf den Levelaufstieg. Und von vielen, wo ich es mitbekommen habe, die leveln morgen auch trotzdem. Deswegen denkt nicht, dass es ausfallen wird. Also C-Day wird schon ausfallen, aber trotzdem an das Glücksrad denken, weil die meisten werden trotzdem leveln. So ein kleiner Hinweis für euch. Niantic hat jetzt nette Maßnahmen ergriffen, sag ich mal, nette Boni, um uns zu schützen und dass wir halt weniger in Kontakt mit anderen sind, was halt eigentlich gegen Niantic und gegen das Spielprinzip von Pokémon Go ist. Wenig bewegen und sowas und wenig sozialen Kontakt. Aber in dieser Krisenzeit halt erforderlich. Es gibt eine saftige Box, 30 Euro für eine Pokémünze. Gönnt euch, die kann man nur einmal kaufen. Leider, ich hätte sie mir offensichtlich unendlich oft gekauft, wie jeder andere. Aber die ist auf jeden Fall sehr saftig. Rauch hält sogar eine Stunde und es kommt mehr aus dem Rauch raus. Normalerweise muss man ja gehen, damit Rauch effektiv ist, aber so hat Niantic das gut ausgeglichen. Also vielen Dank, Niantic. Halbe Distanz, reduzierte Kilometer zum Brüten und Pokestops und Arenen geben mehr Geschenke öfter. Was halt natürlich sehr nett ist, weil je weniger Zeit wir draußen verbringen und so weiter und so fort, desto sicherer sind wir. Und Spawns allgemein sind auch erhöht, damit man zu Hause zum Beispiel auch ein paar Spawns bekommt und sowas und allgemein einfach weniger draußen sein sollte und gehen und sowas und Zeit verbringen. Dementsprechend auch jetzt für die neue PvP-Liga, die hat nämlich gestern Abend angefangen, müssen wir mindestens für die nächsten 30 Tage, wenn nicht sogar länger, müssen wir nicht gehen oder brauchen wir nicht zu gehen, sondern können einfach so kämpfen, was halt auf jeden Fall sehr nice ist. Auch wenn ich die Kämpfe alle mit Absicht verlieren werde, nur für den extra Staub, aber trotzdem sehr nice. Eine andere Sache jetzt noch von Niantic sind die X-Rates. Erstmal, wir haben demnächst einen neuen X-Rate-Boss. Genesect wurde ja angekündigt jetzt und genau wie Regigigas, erstmal das Event mit dem Ticket und dann kommt er in die X-Rates. Aber momentan wird es keine neuen X-Rate-Einladungen mehr geben, wegen der Sicherheit und so. Und jetzt auch für nächste Woche, der findet noch statt. Noch. Vielleicht wird es ja noch schlimmer und der wird auch abgesagt, aber noch findet er statt. Aber keine neuen Einladungen kommen mehr raus. Ja, schon eine verrückte Sache. Bin mal gespannt, wie sich das Ganze so weiterentwickeln wird. Vor allem für Pokémon Go, aber natürlich auch weltweit und allgemein. Alles wird momentan gecancelt und ist schon heftig. Ihr solltet auf jeden Fall auf euch aufpassen. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob so Rage-Stunde jetzt zum Beispiel noch stattfinden wird. Nächste Woche Rage-Stunde, Wunderbonus-Stunde, Spotlight-Stunde ist ja auch sowas, wo durchaus gecancelt werden kann. Auch jetzt in den ganzen Raid-Gruppen und Raid-Touren ist die Meinung gespalten. Viele schreiben, yo, kein Stress und so. Man kann ja immer noch Raid-Touren machen und die anderen, boah, meidet Raid-Touren lieber nicht und sowas. Allgemein und gerne unten in den Kommentaren. Ansonsten eben jetzt der nächste X-Rate-Boss und das Event. Genesect, ich weiß gar nicht, ob man den so ausspricht, wahrscheinlich nicht, ist Käferstahl. Also als das Event im März angekündigt wurde mit Käferstahl und den ganzen Sachen, hätte man sich's eigentlich denken können. Aber jetzt ist halt offiziell, es gibt wieder ein Ticket. Diesmal ein bisschen anders. Das Ticket, man hat ein bisschen mehr Zeit dafür, also das ganze Wochenende. Und es gibt andere Belohnungen, die schauen wir uns gleich noch an, ob sich das lohnt. Letztes Mal zum Regigigas-Ticket, meine Meinung, mein Fazit war, es hat sich nicht wirklich gelohnt, muss man nicht machen, man hat nichts verpasst oder Besonderes bekommen. Was gab's nochmal? Es gab eine Pose. Boah, ich weiß nicht mehr ganz genau, was es gab. Aber es gab eine Pose, die war okay, die war hässlich an sich, also viele haben sich beschwert, aber eine Pose kostet schon viel Geld. Und die dann zu bekommen, extra oben drauf, war schon okay, es gab die Pässe. Und das Wichtigste war eben, es gab eine Medaille und das Wichtigste war, du konntest spezielle Quests machen, die andere nicht hatten. Und zum Beispiel gab es dann eine Panzer-Ergon-Quest und dadurch war es halt sozusagen wie ein Panzer-Ergon-Quest-Day für alle, die ein Ticket hatten. Und für alle, die kein Ticket hatten, die hatten halt keine Chance auf Shiny Panzer-Ergon, außer in der Wildnis, aber das war so gut wie nicht. Jetzt momentan ist halt kein Problem, jetzt ist er wieder ganz normal häufig. Es gibt sogar Panzer-Ergon-Nester. Deswegen
hat es sich ja nicht wirklich gelohnt, weil man hat echt nichts bekommen. Beziehungsweise man hatte echt gar keinen Nachteil, wenn man das Ticket nicht hatte. Für alle, die halt eh immer Geld ausgeben und eh alles kaufen und immer am Start sind, die kriegen einen guten Preis für das, was sie bekommen. Alle, die halt nicht so viel Geld ausgeben, nicht immer am Start sind, sich zwei, dreimal überlegen, kaufe ich das nicht, kann ich ehrlich sagen, nee, müsst ihr nicht. Euch entgeht echt gar nichts. Hier kriegt man diesmal 5 Pässe, 3 Superinkubatoren, ist okay, also 7,99 kostet das, glaube ich, wieder. 3 TMs, lade und schnell, juckt mich nicht. 3 Rauch, juckt mich jetzt nicht nach dem Angebot. 3 Sternstücke ist okay. Einmal dieses Brot, juckt mich nicht. 15 Sonderbonbons zähle ich jetzt nicht mit dazu, weil die kriege ich auch so immer. Aber für viele ist es auch interessant, 15 Sonderbonbons und ein Modul, juckt mich jetzt auch nicht, aber ist ein kleines, nettes Extra. Also ihr kauft im Grunde genommen einfach diese Items und dann habt ihr die und eine Medaille und ein Genesect. Dann gibt es auch wieder besondere Quests, nur für die, die Ticket kaufen. Für mich interessant ist darunter nur Low Cups. Alles andere davon habe ich bereits 100, also Low Cups würde ich dadurch jagen. Raid-technisch steht ja sonst nichts an, weil bei dem Regigigas-Event war ja Raid-technisch auch noch die 3 Regis am Start ins Shiny und das hat eigentlich das Rampenlicht gestohlen. Das war so das letzte Mal echt das Rampenlicht, das Highlight eigentlich. Ich habe eigentlich nur geradet und fast keine Quests gemacht. Aber das gibt es halt in dem Fall nicht oder wahrscheinlich nicht, wer weiß. Und dementsprechend liegt der Hauptfokus diesmal wirklich auf den Quests, die besonderen, die man halt dadurch bekommt. Aber wie gesagt, mich interessieren nur Low Cups. Kann man machen, Leute. Ist ein nettes Extra für Niantic, um Geld zu machen. Die Leute, die eh immer gerne Geld ausgeben und immer am Start sind, die kaufen es eh. Und alle anderen, ich kann euch echt raten, müsst ihr nicht. Also das letzte Mal habe ich gesagt, ich werde es mir nochmal kaufen. Aber ich würde es nicht empfehlen. Und irgendwie war das voll die verrückte Meinung, voll das verrückte Statement, das so richtig nicht nachvollziehbar ist. Ich weiß nicht, für mich macht das immer noch Sinn. Ich werde es mir kaufen, weil ich eh alles kaufe und Content und ich setze von der Steuer ab und dies, das. Aber man braucht es halt nicht und ich würde es nicht weiterempfehlen für den Otto-Normalspieler. Macht diese Aussage echt wirklich so wenig Sinn? Auf jeden Fall, passt auf, Leute. Und ja, ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Ah ja, könnt auch gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr euch das Ticket kauft. Wie gesagt, es ist kein Muss, ist nettes Extra, aber verpassen werdet ihr echt absolut gar nichts. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, checkt den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon ist serious business.